Franz Gertsch hat im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis heute einen völlig neuen Realismusbegriff geprägt durch seine Bilder. Das hängt vor allem mit der Machart zusammen, denn es sind, wie Sie hier im Raum sehen, Großformate, die in langwierigen Arbeitsprozessen entstehen. Er braucht für eines dieser Gemälde etwa ein Jahr, in dem er vor allem durch Diaprojektionen auf die Bilder entstehen diese Gemälde. Und sie sind natürlich ungeheuer arbeitsaufwendig. Und deshalb braucht man diesen langen Arbeitsprozess. Er ist eine Ausnahmeerscheinung und seine Werke sind letzten Endes für mich Phänomene der Stille, der Konzentration und der Entschleunigung. Das Besondere an unserer Auswahl ist sicher auch, dass hier Bilder zu sehen sind, die noch nie außerhalb der Schweiz zu sehen waren. Etwa ein Zyklus hier drüben von drei Bildern namens Guadeloupe oder hier hinter mir die Jahreszeiten, vier Bilder Herbst, mit dem Herbst hat er begonnen, aber es ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also die klassische vier Jahreszeitenkonstellation, die er gemalt hat zwischen 2009 und 2011, während die Guadeloupe-Serie zwischen 2012 und 2013 entstanden ist, also ganz neu ist. Also das ist was Besonderes an dieser Ausstellung. Das Werk ist sehr reduziert, sehr schmal. Es gibt insgesamt in über 40 Jahren sind nur etwa knapp 60 Bilder entstanden und etwa 18 Holzschnittmotive. Wir können mit 20 Bildern ein Drittel zeigen und mit 6 Motiven auch ein Drittel der Holzschnitte.